So, zu den Ableitungsregeln, die nicht alle namentlich benannt sind. Ich fange mal mit zwei einfachen Dingen an, die man nicht vergessen sollte. Zum einen, oder es ist eigentlich nur eine Sache, genau genommen gibt es noch eine dazu. Nun gut, jedenfalls, wenn unsere Funktion als Term von x gleich c ist, heißt, wenn sie konstant ist, überall, dann können wir uns das auch immer gerne grafisch vorstellen, bedeutet es ja, wir haben eine horizontale Gerade. Und dann folgt sofort, dass f' von x überall, und es gibt keine Einschränkung, sie ist überall definiert, nämlich x-Element r, gleich 0 ist. Also die grafische Deutung ist einfach. Ich habe einen horizontalen Verlauf und deswegen ist der Steigungswert überall gleich 0. Es gibt keine Unstetigkeit, es gibt keine Schwierigkeiten mit sowas wie Knickstellen oder dergleichen. Also ist das überhaupt keine Überraschung. In der Anwendung dann, konkret heißt das, weil nachher auch Funktionen gliedweise differenziert werden können, wenn Sie eine additive Konstante haben im Term einer Funktion und dann ableiten, fällt diese additive Konstante weg, weil der Beitrag, den Sie liefert, gleich 0 ist. Und im Übrigen gibt es aber noch eine weitere Regel, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, ist nämlich, dass konstante Faktoren beim Ableiten erhalten bleiben. Gemeint sind aber jetzt immer nur Faktoren angewendet auf Terme von x. Ja, also insofern nehmen wir das einfach mal als nullte Ableitungsregel, das, was da steht, und als eine wichtige Fundierung, die immer auch zu beachten ist. Und dann sind wir eigentlich schon bei der ersten namentlich bekannten Ableitungsregel, die da heißt Produktregel. Und da fällt mir immer gleich dazu ein, dass es einen wunderschönen, tatsächlich auch grafischen Nachweis dafür gibt, von Leibniz persönlich, in einer etwas modernisierten Form, findet man den in den Büchern. Und da sieht man wunderbar, wie dieses Phänomen der Änderungsrate eines Produkttermes sich auch wirklich grafisch nachvollziehen lässt. Es ist nämlich so, wenn man diese Produktregel einfach so hinnimmt, wie sie ist, dann könnte man vielleicht meinen, das müsse so sein, weil es einfach gut ausschaut. Aber man sollte da schon weiter ausholen, um das dann wirklich begründet nachzuweisen. So, wir nehmen an, dass die beiden Funktionen klein f und klein g differenzierbar sind, hier abgekürzt. Ja, in m, das ist immer irgendeine Bezugsmenge, in der beide definiert sind und dann eben hier auch differenzierbar. Wir haben, ich muss mal gerade noch mal gucken, ob wir das irgendwo jetzt eigentlich strikt festgehalten haben. Ja, grob gesagt, die Existenz des Grenzwerts bei dieser Grenzwertbildung auf dem Differenzenquotienten ist letztlich die Voraussetzung für Differenzierbarkeit. Und das soll jetzt nicht nur einzeln gelten, das soll zunächst einzeln gelten und jetzt steht hier, bereits dann sind, nicht sind, sondern bereits dann ist der Term klein f mal klein g, ich schreibe hier häufig abgekürzt nicht immer von x dazu, ja. Das heißt, diese Kombination, dieser Produktterm, den ich hier bilde, f mal g, f von x mal g von x, ist dann ebenfalls differenzierbar. Im selben Bereich. Im Grunde genommen überträgt sich die Differenzierbarkeit der Einzelterme dann auch auf ja, diesen Gesamtterm, der durch Multiplikation entsteht. Das ist also zunächst ja schon nicht unbedingt naheliegend. Und jetzt steht hier, dass die Ableitung von diesem Produktterm so gebildet mit f mal g sich ergibt, indem man, ja, wenn Sie so wollen, über Kreuz ableitet. Also konkret, indem man sagt f' mal g plus f mal g'. Sie kennen diese Regel größtenteils und ich will Ihnen immer dringend empfehlen, dass Sie sich daran halten, dass man den vorderen Term zuerst ableitet, dann mal den hinteren so hinschreibt, plus dann umgekehrt vorderen Term hinschreiben und mal den hinteren abgeleitet. Ich habe die ganze Thematik auch ein bisschen ausführlicher im Brückenkurs besprochen, habe dort auch sehr detailliert gezeigt, wie man wie man das nachvollziehen kann durch die Bildung einer Rechteckfläche bei einer geeigneten Darstellung, wie gesagt. Und den Zuwachs dieser Rechteckfläche, den findet man dann repräsentiert tatsächlich durch Beiträge, die man mit diesen beiden Termen hier identifizieren kann. Sie sollten sich das wirklich mal anschauen, auch bei Wikipedia sogar ist dieser Original-Leibniz-Beweis
sehr schön dargestellt. Nun, also auf jeden Fall, was man sehen kann, ist, dass man, nehmen wir doch mal an, dass beide Funktionen, klein f und klein g, beide ansteigend sind an der betrachteten Stelle. Und jetzt kann man sich doch denken, dass die Multiplikation dieser beiden ansteigenden Funktionen einen verstärkten Anstiegseffekt zur Folge hat. Ja, allein schon, wenn jetzt f anwächst und g und ich dann multipliziere, habe ich quasi etwas noch stärker Anwachsendes. Und hier steht genauer im Detail jetzt, dass die Zunahmerate, wenn ich mir es mal so vorstelle, von klein f, also je größer hier die Änderungsrate ist, das Ganze aber gewichtet mit dem momentanen Wert von g, plus ebenso der Einfluss Zunahme von g, gewichtet mit Funktionswert von klein f, dass das in Summe dann die Gesamtänderungsrate beschreibt. Das ist durchaus plausibel. Auch in dem Sinne, dass der Einfluss von einer positiven Änderungsrate von klein f nochmal verstärkt wird durch die Skalierung mit dem Faktor g. Das ist ja auch eine Zahl, also g von x an der Stelle, wo ich gerade bin. Und ebenso skaliert dann der möglicherweise sehr große Wert von klein f nochmal die Wirkung der Zunahmerate von g. Also es ist durchaus überzeugend. Man hätte es fast erraten können, aber vielleicht auch nur fast. Aber es ist halt sehr, sehr schön im Detail grafisch nachzuvollziehen über Flächenwachstum eines entsprechenden Rechtecks nach Leibniz. Gut, Produktregel, eine der wichtigsten überhaupt. Ich habe gesagt, gewöhnen Sie sich an, den vorderen Term zuerst abzuleiten. An sich wäre es ja egal, wenn man es vertauscht hinschreibt. Warum empfehle ich das? Weil, das wissen Sie auch alle, es auch noch die Quotientenregel gibt, bei der man im Prinzip so eine Art Modifikation der Produktregel hat und etwas Ähnliches wie dieser Term auftaucht, allerdings mit einem Minus hier dazwischen. Und nur wenn man dort auch immer beachtet, dass, also in dem Fall ist es natürlich klein f, klein g, ist dann vermutlich Zähler- und Nennerfunktion, alphabetisch, ja, in der Reihenfolge. Und wenn man dort die Zählerfunktion zuerst ableitet, dann stimmt es mit dem Minus dazwischen. Also bei der Quotientenregel könnte man sonst einen Vorzeichenfehler produzieren, wenn man es nicht auf die Weise macht. Und es ist halt sehr zu empfehlen, es sich bei der Produktregel auch gleich so zu merken, dass man vorne zuerst ableitet. Also das, was zuerst kommt, wird zuerst abgeleitet, so könnte man sagen, ja? Okay, als Beispiel eingestreut jetzt hier dieser Term y ist gleich x hoch n. Das ist ja altbekannt, das ist eine herkömmliche Potenzfunktion mit einzelnem Glied hier und fester Hochzahl n. Die muss nicht mal unbedingt ganzzahlig sein. Hier gibt es keine, hier ist jetzt mal vorläufig, wird hier festgelegt, dass n größer gleich 1 ist. Wir werden aber sehen, dass es nachher sehr wohl auch für, ja, auch für negative und im Endeffekt auf jeden Fall auch für gebrochene und selbst irrationale Hochzahlen gültig bleibt. Aber das Interessante ist, dass die Änderungsrate jedes Potenzterms tatsächlich nachweislich, sehr schön beweisbar auch, sich ergibt als n mal x hoch n minus 1. Und wenn Sie das vergleichen, sehen Sie, Sie werden das auch größtenteils alle wissen. Was man hier macht, ist, dass man die Hochzahl nach vorne zieht als Faktor und dann um 1 hinten erniedrigt. Also die Hochzahl wird nach vorne gezogen als Faktor und dann wird sie um 1 erniedrigt. Ganz einfach zu merken, gilt für alle Potenzterme. Es gibt nicht mal eine Ausnahme. Eine Ausnahme gibt es dann lediglich bei der bei der Integralversion dieser Regel, ja, die Integralrechnung kehrt ja den ganzen Prozess um. Und dort hat man das Problem, dass die Kehrwertfunktion dann eine Ausnahme darstellt. Da steckt das ist dann die Funktion x hoch minus 1. Ich habe das ja hier momentan sowieso ausgeschlossen, negative Hochzahl. Aber die wird also nur dann, wenn man sie als Integrant verwendet und deren Stammfunktion sucht, eine Ausnahme darstellen, denn da stößt man auf den natürlichen Logarithmus als Stammfunktion. Beim Ableiten kann das hier nicht passieren. Es gibt keine Potenzfunktion, deren Ableitung dann in dem Sinne was anderes ist als wieder eine Potenzfunktion. Also eine sehr schöne, einfache, allgemeingültige Regel für alle Potenzterme. Man kann also sagen, da sie auf Potenzterme beschränkt ist, würde man sie jetzt gar nicht in dem Sinne als Ableitungsregel bezeichnen. Wenn Sie sehen, die Produktregel ist universell, ist ein Schema, das man auf beliebige differenzierbare Funktionsterme anwenden kann. Dieses hier ist eher ein Beispiel. Also ich sage auch manchmal gerne Potenzmethode oder Potenzprinzip, wie auch immer. Sie gilt für alle Potenzterme, aber für nichts sonst. Gerne auch hier mit aufnehmen in die Liste von Ableitungen.
Verhaltensregeln. Dann kommen auch ab und zu mal eher wieder so eine Art Rechenregeln. Hier kann man feststellen, jetzt sollte ich das vielleicht auch von vorhin nochmal aufgreifen, Folgendes. Wenn unsere zwei Funktionen, die wir wieder voraussetzen, klein f, klein g, differenzierbar sind in m, dann sind mal wieder auch zusammengesetzte Funktionen aus diesen Termen zusammengesetzt, ebenfalls differenzierbar. Das gilt für Addition, es gilt übrigens auch für Subtraktion, das habe ich jetzt einfach weggelassen, weil man sich das denken kann, dass man das Minus auch zum Beispiel in den Funktionsterm einbauen könnte. Das heißt, im Klartext heißt das, da die Änderungsrate von f plus g gleich f Strich plus g Strich heißt ja, dass die Änderungsraten der einzelnen Terme sich addieren. Ist das auch bekannt als der Satz vom gliedweisen Differenzieren? Sie dürfen nämlich solche zusammengesetzten Terme Glied für Glied einzeln differenzieren. Und das macht die Sache so schön überschaubar, weil Sie sich nämlich nur für einfache, elementare Funktionen, Ableitungsgesetze merken müssen und die dann einfach wunderbar zusammengesetzt anwenden können. So, im Übrigen, Produktform haben wir jetzt gerade gesehen, da muss man aufpassen, da gilt dann die Produktregel. Also in dieser Form zusammengesetzt ist es so einfach, wie es nur sein kann, direktes einzelnes Ableiten. Und jetzt kommt noch die Sache mit der Skalierung. Wenn ich einen Skalierungsfaktor C habe, mal Funktion f und das Ganze differenzierbar natürlich vorausgesetzt, dann ist hiervon die Ableitung, die Änderungsrate, das C-fache der Einzelableitung. Und auch das hat eine klare Bedeutung. Es besagt, dass die Skalierung einer Funktion sich gleichmäßig in gleichem Maße auch auf ihre Änderungsrate auswirkt. Ja? Also eigentlich leicht nachvollziehbar. Skalierung heißt Streckung oder Stauchung des gesamten Graphen dann geometrisch betrachtet. Und ebenso wirkt sich diese Streckung auf die Steigung der Tangenten an sämtlichen Stellen aus. Und was heißt es dann konkret? Es heißt, dass man konstante Faktoren beim Ableiten stehen lässt. Und wenn man das jetzt mal in der Form, schauen Sie hier nochmal hin, wenn ich jetzt schreibe f von x plus c, da haben wir das mit der additiven Konstanten und davon die Ableitung bilde, dann sehe ich hier, wenn ich diesen Satz anwende, wäre das dann f' von x plus gewissermaßen c', aber nicht von x, sondern die Ableitung von c alleine und da oben stand, dass eine Konstante an sich für sich genommen Ableitung 0 hat. Und das heißt, dass hier kein Beitrag mehr kommt und am Ende heißt es, dass additive Konstanten beim Ableiten wegfallen. Und hier haben wir gesehen jetzt, dass konstante Faktoren aber einfach erhalten bleiben beim Ableiten. Gewissermaßen ist es dann die nullte und das ist die erste Grundregel des Ableitens, die wir also auf jeden Fall nicht vergessen sollten. Und jetzt kann man mit diesem neuen Wissen in Kombination mit dieser Potenz, Methode, Potenz, diesem Prinzip des Ableitens von Potenzfunktionen oder auch Potenzregel würde ich nicht sagen, weil bei Potenzregel würde man denken, das ist eine Erweiterung der Produktregel, universell gültig. Es ist einfach die das Ableitungsgesetz für Potenzfunktionen. Wenn man das kombiniert, dann kann man jetzt beliebige solche Polynome aufbauen, ja, P wie Polynom, halt auch, wie wir auch sagen, ganz rationale Funktionen und kann immer wieder dasselbe Gesetz anwenden, das Ganze in Summe. Und dann sehen Sie, was passiert, wenn ich so ein vollständiges Polynom ableite. Zum einen wird der Grad der Ableitungsfunktion um 1 geringer ausfallen als des Originalpolynoms. Das ist ja auch klar, hier die Ableitung ist n mal x hoch n minus 1. Diese Hochzahlen multiplizieren sich dann zu den Koeffizienten hinzu. Und am Ende, wenn ich hier hinten noch schaue, aus dem Linearterm wird eine dann einfache Konstante für die Ableitungsfunktion, während die Originalkonstante des Polynoms als additive Konstante wegfällt. Also alles konsistent. Ich bekomme ein Ergebnispolynom als Ableitung von P von X, bei dessen Grad um 1 geringer ist. Ja, das ist also keine Überraschung. Hier wird übrigens dieses von vorhin die Sinus von x durch x-Funktion nochmal wiederverwendet für die Herleitung der Ableitung der Sinusfunktion. Hier, weil, also Sie wundern sich, wenn Sie sich wundern, dass es durchgestrichen ist, ich wollte jetzt einfach diesen Teil hier weglassen. Da müssen wir jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber Sie sehen, man muss ganz mühsam durch Grenzwertbildung für jede einzelne elementare Funktion einmalig den Nachweis führen, dass sie differenzierbar ist und welche Ableitungsfunktion sie dann hat. Und am Ende ist das Ergebnis
das, was hier eingekreist ist, dass tatsächlich die Änderungsrate der Sinusfunktion dann exakt dem Cosinus entspricht. Das ist noch kurz eingerahmt und dann mache ich Schluss. Und zwar dieser interessante Befund, ja, und eigentlich schon wirklich tolle Befund, dass die Ableitung von Sinus von x gleich Cosinus von x ist. Ja, wenn man bedenkt, dass Sinus und Cosinus in so mehrfacher Hinsicht eng verwandt sind, gleiche Form und Skalierung dieser beiden Wellenfunktionen bis auf eine horizontale feste Phasenverschiebung. Also sie sind ja in jeder Hinsicht hochgradig verwandt miteinander. Aber nur aufgrund dieser festgelegten Verschiebung ist es so, dass die Funktionswerte des Cosinus wirklich vollständig an jeder Stelle die Steigungswerte der Sinuskurve beschreiben. Es ist sogar umgekehrt auch so, nur dass man hier noch einen Vorzeichenwechsel vorfindet. Und das ist ein ganz faszinierendes Paar von Funktionen, die gewissermaßen wechselseitig sich ableiten, wenn man so will. Aber mit diesem Vorzeicheneffekt muss man beachten, dass es am Ende kein einfacher Zyklus ist, sondern im Grunde einer, der über 4 Stufen geht. Also dann ist man wieder dort, wo man begonnen hat. Wenn man immer wieder ableitet, ja, von Sinus zu Cosinus, von Cosinus zu Minussinus, dann nochmal, dann bekommt man Minus Cosinus und nochmal abgeleitet, am Ende wieder Sinus. Also in dem Sinne ein 4er-Zyklus. Gut, mit Logarithmus und nachher auch Exponentialfunktionen befassen wir uns dann nächstes Mal. Und dann halten wir noch ein paar Dinge fest, die wir jetzt heute nicht geschafft haben.